Jedes Jahr, wenn der Monat Mai zu Ende geht, treffen sich die Zigeuner in Saint-Marie-de-la-Mer, einem kleinen Ort im Süden Frankreichs. Sie kommen mit modernen Wohnwagen oder in alten Pferdewagen, wie immer schon. Aber immer sind sie auf der Suche, das Paradies der Menschheit wiederzufinden. Und auf diesem Wege rasten sie hier, um ihrer Patronin, der Sarah Kali, der schwarzen Sarah, zu huldigen. Sie war die Dienerin der heiligen Maria, des Jakobus und der heiligen Salome. Der Legende nach landete an dieser Stelle ihre Barke. Alljährlich treffen sie sich hier mit ihrer Sippe und ihren Freunden, in dem Bewusstsein, dass ihre Wanderung weiterzugehen hat, wie die Wanderung der Sterne. Auf der anderen Seite des Festplatzes findet ihr Matthäus Marionettentheater. Und da spielt er in diesem Jahr eine Geschichte für euch, die schon lange zurückliegt und die er nicht vergessen kann. Der Mond, den Pimmi gerufen hatte, hatte den tiefen Schlaf von Pimmi und Nauka bewacht. Und ein erster Sonnenstrahl rief sie wieder in die Wirklichkeit zurück. Aber er brachte auch die Erinnerung wieder. Es war wahr, dass die Männer im Gefängnis saßen und die Kinder nicht wussten, wo ihre Mutter Sabina und die anderen Frauen der Sippe sich aufhielten. Aber vielleicht würden sie im Steinbruch ein Zeichen finden, das ihnen den Weg zu ihnen zeigte. Hey, ihr Faulpelze! Aufstehen! Ich denke, ihr wollt heute ganz früh zum Steinbruch. Hab ich gut geschlafen. Wir haben dir zu danken, Anna. Das brauchst du nicht. Hier, ich habe euch Brot, Wurst und Kuchen besorgt. Du bist gut zu Freunden, Kindern. Wir wünschen Anna viel Glück und Segen. Wir werden immer an sie denken, wenn andere Menschen unfreundlich zu uns sind. Bleib mit Gott, Anna. Auf Wiedersehen, Nauka. Vielleicht kommt ihr wieder einmal vorbei. Nein, du musst sagen, geht mit Gott, dann ist es richtig. Geht mit Gott. Komm, Pimmi, wir gehen zum Steinbruch. Hallihallo! Hallihallo! Ich weiß, dass ihr da seid. Ich weiß, dass Anna sich geirrt hat. Das muss der falsche Steinbruch sein, Nauka. Pimmi, hier ist die Feuerstelle. Sie ist schon lange kalt.
Sie müssen schon gestern abgefahren sein. Anna hat recht. Sarah! Die Puppe Sarah! Da! Schrei doch nicht so! Sarah! Mimi, ich hol sie! Ich hab sie zuerst gesehen! Merkwürdig. Ihr Kopf zeigt nach rechts und auch ihre Hand zeigt dorthin. Vielleicht will sie uns eine Richtung zeigen. Meine Puppe Sarah. Matteo hat sie für mich geschnitzt. Den wirst du ja auch bald heiraten. Sei doch still. Wieso? Stimmt doch. Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Und wer weiß es noch? Der Mond. Ich habe es ihm einmal gesagt, als ich traurig war. Und außerdem hat Sarah dein Gesicht. Psst, sei mal still. Pimi und Nauka hatten Maramami, Mutter Savina und die anderen nicht gefunden. Aber sie fanden die Puppe Sarah, ach, komm schon, die ihnen ein Zeichen geben sollte. Und Pimi fand noch etwas. Aber das versteckte sie vor Nauka. Es sollte eine Überraschung sein. Komm, wir laufen davon. Macht, dass sie wegkommt. Sind wir sicher? Sei still. Maki? Du hast Maki gefunden. Gib's mir mal. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Weil mir der Fuß wehtut. Was ist mit deinem Fuß? Bestimmt hat Panelon Maki gesagt, sie soll auf uns warten. Er kann ja mit den Tieren reden. Sie verstehen ihn. Er kann sogar mit Ringelblume sprechen. Und sie versteht ihn. Er kann sogar mit kleinen Kindern reden. Und er weiß, was sie meinen. Er redet sogar mit dem Mond und mit dem Wind. Und alle geben ihm Antwort. Wenn Matteo dein Mann ist, heirate ich Panelon. Dann kann ich immer bei euch sein. Das ist praktisch. Oh, Pimi. Panelon ist ein alter Mann. Er ist sogar noch älter als Maramami. Und du bist ein kleines Mädchen, das erst mal einen Verband braucht, bevor es heiraten kann. Komm. Mark 68 macht das, Frau Becker. Bitte schön. Jawohl, danke schön. Oh, das stimmt sogar. Danke. Ja. Ja. Guten Tag. Komm du herein. Noch etwas, Frau Becker? Nein, danke. Aha. Na, was darf es denn sein? Hm? Ein großes Pflaster für meine Schwester. Aha. Ein großes Pflaster für die Schwester. Mhm. Und einen kleinen Topf, bitte. Ein großes, Moment. Ein Stieltopf? Ja, bitte schön. Ah, ja. Hier haben wir sowas. Dann brauche ich noch einen Löffel. Aber bitte nicht so teuer. Einer aus Löffel. Blech reicht auch. Ah ja, ein Blechlöffel sozusagen. Ja. Hier hast du einen Blechlöffel. Und dann brauche ich noch einen halben Pfund Salz. Ein halber Pfund Salz, das haben wir hier. Und eine Schachtel Streichholz. Und eine Schachtel Streichholz. Das ist gar kein Problem, weil wir nämlich das alles hier haben. So. Das wär's dann. Jawohl, danke. Moment. Wo habt ihr denn eure Leute? Das Pflaster, jawohl, das Pflaster. Ich dachte, die Zigeuner wären weitergezogen. Und wohin wollt ihr jetzt? Dorthin. Aha, dorthin. Was machst du denn? 578. Hierhin, dorthin. Ihr habt es gut, ihr Zigeunervolk. Ihr lasst den lieben Gott für euch arbeiten und macht euch einen schönen Tag. Was? Ja, wir lassen den lieben Gott für uns sorgen.
Manchmal vergisst er allerdings, uns satt zu machen. Ja. Auf Wiedersehen. Rat mal, was ich hier hab. Einen Vogel. Ach, Quatsch. Rat richtig. Mare, Mami. Du redst ja nicht richtig. Ja. Gefunden. Pimmi, wir haben doch ein Messer. Wie oft haben Savina und Mara Mami schon zu uns gesagt, dass man nur etwas nehmen darf, wenn man sehr hungrig ist. Bring es zurück. Aber es hat doch zwei Klingen und eine kleine Schere. Wart, ich zeig es dir. So ein schönes Messer haben wir noch nie gehabt. Bring es zurück. Eine winzige Schere. Man braucht immer eine Schere und wir haben noch keine Schere. Bring es zurück. Aber es war doch ein Fremder. Der hat lauter Blödsinn geredet. Bring es zurück. Aber Marsch. Ah, da seid ihr ja wieder. Noch etwas vergessen? Hm? Ja, ich möchte zwei von diesen Bonbons da haben. Aha, da konntet ihr wohl doch nicht widerstehen. Hm? Ja, Kinder und Süßigkeiten. Ja. Meine Schwester konnte den ganzen Tag Bonbons essen. Aber wir kommen so selten welche. Ronauka, lass uns gehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hier, Kleine, fang auf. Von dem will ich nichts geschenkt. Danke. Komm jetzt. Pimmi, komm. Beeil dich. Au! Komm, wir setzen jetzt dahin. Au! Das war doch nicht richtig von dir. Das weißt du ganz genau. Denk daran, was Panelun zu dir gesagt hat. Was hat er gesagt? Du weißt ganz genau, was ich meine. Es ist nicht schwer, Fehler zu machen. Aber es ist schwer, Fehler wieder gut zu machen. Meinst du das? Genau das meine ich. Aber bevor man Fehler wieder gut macht, muss man doch erst welche gemacht haben. Ich wüsste nicht, dass ich heute schon einen Fehler gemacht habe. Und das Taschenmesser, das hätte Panelon auch gefallen. So, das reicht. Aber es tut doch noch weh. Oh, Pimmi. Ich werde der Wehgericht drauf tun müssen. Zur selben Stunde, in der Pimmi noch das Bonbon lutschte, das der Kaufmann ihr nachgeworfen hatte, und Nauka nach Wegerich suchte, fuhr Panelon mit Ringelblume in den Weg ein, auf dem die beiden Kinder vor den Arbeitern geflüchtet waren. Hier wollte er die Nacht erwarten. Hier wollte er übernachten. Bleiben wir. Hier findest du, was du brauchst. Naja, bist ein gutes Pferd. Naja, manchmal ein bisschen stur, aber daran bin ich ja gewöhnt. So. Ja, da gibt's schön Gras. Ja. Ja, Ringblume. Ja. Brr. Was ist das, Ringelblume? Man läuft doch nicht weg. Komm, hier kannst du Gras. Komm, hier ist Gras. Schön. Was? Haben wir ja vergessen. Ach. Ist schon ein störrischer Kerl. Komm, geh mal. So, da, komm. Da, so Gras.
das? Das sind doch alle von dir. Ringelblume. Matteo hat deine Haare schwarz gefärbt und eine Perücke für die Puppe Sarah herausgemacht. Ringelblume, Ringelblume. Morgen gehen wir die Kinder suchen. Frau Ringelblume, wo sind meine Kinder? Hörst du sie rufen? Sie rufen mich, meine Kinder. Aber ich störe dich beim Fressen, wenn du bist. Panilons Kopf war es wieder wirr und dunkel. Die Erinnerung an etwas, das bei den roten Felsen geschehen sein musste, war nah und doch weit weg. Es war hell und dunkel. Es war laut und stumm. Was war es? Was wollten ihm diese Stimmen sagen? Was war geschehen damals mit den Kindern? Mit seinen Kindern? Niemand sprach darüber. Und doch musste es ein Geheimnis sein, das viele kannten. Aber niemand wollte darüber sprechen. Am allerwenigsten er selbst. Weiße Seide, weht ein Wind von Norden, schwarze Schatten, graue Steine, sagt, wo sind die bunten Wagen? Wir haben Sarahs Band verloren. Eine wunderschöne Puppe habt ihr da. Wollt ihr nicht weiter singen? Sing doch, Lauka. Vielleicht gibt ihr uns Geld dafür. Was ist denn das da? Verband. Ja. Lauka hat ihn gemacht. Was für ein Grinzeug haben sie der Kleine da aufgeklebt? Breiten und spitzenwegerig. Ist die Wunde tief? Das tut grässlich weh. Und ich bin ein armes, kleines Zigeunermädchen. Und wir wissen nicht, wo unsere Eltern sind. Wir reisen ganz alleine durch die weite Welt. Wir sind arm und hungrig. Haben Sie nicht vielleicht ein kleines... Warte, du armes, kleines Zigeunermädchen. Ich werde dir deine Wunde richtig verbinden. Er ist nett, er versteht was von Wunden. Pfui, Pimi. Du bettelst für deine Cousine Tutta. Es ist doch wahr. Wir sind doch alleine. Oder siehst du es etwa anders? Er kommt. Er hat was bei sich. Ich werde die Wunde versorgen. Ist bestimmt schon Straßenschmutz reingekommen. Au! Hey, 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 hey. Das sieht aber gar nicht gut aus. Es wird höchste Zeit, dass die Kleine behandelt wird. Ich bin Arzt. Sei ruhig! Pfui, Pimi! Wenn du schön tapfer bist, dann bekommst du eine ganze Mark von mir als Trostpflaster. Für so viel Geld hätte man schon eine Menge Schmerzen aus. Ich vermute, dass sie zu den Leuten wollen, die in Otterau festsitzen. Am besten, ich bringe sie da zur Polizeiwache. Nein! 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 Was?
ist denn? Ich wollte doch nur... Sie sind ein guter Herr. Gott soll Sie segnen. Aber das mit der Polizei hätten Sie wirklich nicht sagen sollen. Oh. Erst tun Sie so freundlich und dann wollen Sie uns zur Polizei schicken. Ich glaube, er hat es gut gemeint mit der Polizei. Möglich. Du kennst sie doch. Trotzdem. Er war nett. Oh. Er hat sie zu mir gesagt. Schade, dass er mir die Magd nicht gegeben hat, bevor er das mit der Polizei gesagt hat. Jetzt habe ich ganz umsonst gejammert. Naja, Freiheit ist mehr wert als eine Magd, sagt Mara Mami. So blieben Nauka und Pimmi die zweite Nacht allein. Ohne Mara Mami, ohne Mutter Savina und die anderen. Aber diesmal hatten sie keine Angst. Sie hofften, alle wiederzufinden. Auch Panelon, von dem sie nicht wussten, dass er in der Nähe war. Ob es etwas Schlimmes zu bedeuten hatte, dass Nauka Saras rotes Haarband verloren hat? Rote Seidenbänder schenken die Verlobten ihren Mädchen. Rote Seidenbänder flechten sich den Mädchen beim Tanz ins Haar. Nur ich habe das rote Band verloren. Aber was bedeutet Gutes, Nauka? Der Wind hat es fortgetragen. Es ist wie eine Botschaft für einen Freund. Und der Wind kennt den Mond. Der Mond ist unser Freund. Er wird uns beschützen. Wie kommt es nur, dass dir der Mond so vertraut ist? Es ist einfach so. Aber wo ist der Mond heute, Nauka? Hinter dem Wald, dort, wo die Wagen stehen. Mond, Mond, Mond. Ich wünsche mir einen Wagen. Ich wünsche mir ein Pferd dazu, damit ich fahren kann. Hast du große Schmerzen in deinem Fuß, Pimmi? Nein, überhaupt nicht. Ich wusste es. Er lässt uns nicht im Stich. Er ist unser Freund. Mond. Guter Mond. Tieren reden. Sie verstehen ihn. Er kann sogar mit Ringelblume sprechen. Und sie versteht ihn. Er kann sogar mit kleinen Kindern reden. Und er weiß, was sie meinen. Er redet sogar mit dem Mond und mit dem Wind. Und alle geben ihm Antwort. Wenn Matteo dein Mann ist, heirate ich Panelon. Dann kann ich immer bei euch sein. Das ist praktisch. Oh, Pimmi,
Pannenlohn ist ein alter Mann. Er ist sogar noch älter als Maramami. Und du bist ein kleines Mädchen, das erst mal einen Verband braucht, bevor es heiraten kann. Komm. Mark 68 macht das, Robbeck. Bitte schön. Ja, danke schön. Oh, das stimmt sogar. Danke. Ja. Ja. Guten Tag. Komm du herein. Noch etwas, Robbeck? Nein, danke. Aha. Na, was darf es denn sein? Hm? Ein großes Pflaster für meine Schwester. Aha. Ein großes Pflaster für die Schwester. Mhm. Und einen kleinen Topf, bitte. Ein großes, Moment. Ein Stieltopf? Ja, bitteschön. Ah, ja. Hier haben wir sowas. Dann brauche ich noch einen Löffel. Aber bitte nicht so teuer. Einer aus Blech reicht auch. Ah ja, ein Blechlöffel sozusagen. Ja. Hier hast du einen Blechlöffel. Und dann brauche ich noch einen halben Pfund Salz. Einen halben Pfund Salz, das haben wir hier. Und eine Schachtel Streichholz. Und eine Schachtel Streichholz. Das ist gar kein Problem, weil wir nämlich das alles hier haben. So, so, so. Das wär's dann. Jawohl, danke. Moment, Moment. Wo habt ihr denn eure Leute? Das Pflaster, jawohl, das Pflaster. Ich dachte, die Zigeuner wären weitergezogen. Und wohin wollt ihr jetzt? Dorthin. Aha, dorthin. Was machst du denn? 578. Hierhin, dorthin. Ihr habt es gut, ihr Zigeunervolk. Ihr lasst den lieben Gott für euch arbeiten und macht euch einen schönen Tag. Was? Ja, ja, wir lassen den lieben Gott für uns sorgen. Ha? Manchmal vergisst er allerdings, uns satt zu machen. Ja. Auf Wiedersehen. Rat mal, was ich hier hab. Einen Vogel. Ach, Quatsch. Rate richtig. Mara, Mami. Du redst ja nicht richtig. Hier. Gefunden. Pimmi, wir haben doch ein Messer. Wie oft haben Savina und Mara, Mami schon zu uns gesagt, dass man nur etwas nehmen darf, wenn man sehr hungrig ist. Auf Wiedersehen, Nauke. Vielleicht kommt ihr wieder einmal vorbei. Nein, du musst sagen, geht mit Gott, dann ist es richtig. Geht mit Gott. Komm, Bibi, wir gehen zum Steinbruch. Das muss der falsche Steinbruch sein, Nauke. Pimmi, hier ist die Feuerstelle. Sie ist schon lange kalt. Sie müssen schon gestern abgefahren sein. Anna hat recht. Ihr Kopf zeigt nach rechts und auch ihre Hand zeigt dorthin. Vielleicht will sie uns eine Richtung zeigen.
Meine Puppe Sarah. Matteo hat sie für mich geschnitzt. Den wirst du ja auch bald heiraten. Sei doch still. Wieso? Stimmt doch. Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Und wer weiß es noch? Der Mond. Ich habe es ihm einmal gesagt, als ich traurig war. Und außerdem hat Sarah dein Gesicht. Jetzt. Danke. Komm jetzt. Timmy, komm. Beeil dich. Au! Komm, wir setzen uns dahin. Au! Das war für nicht richtig von dir. Das weißt du ganz genau. Denk daran, was Panelun zu dir gesagt hat. Was hat er gesagt? Du weißt ganz genau, was ich meine. Es ist nicht schwer, Fehler zu machen. Aber es ist schwer, Fehler wieder gut zu machen. Meinst du das? Genau das meine ich. Aber bevor man Fehler wieder gut macht, muss man doch erst welche gemacht haben. Ich wüsste nicht, dass ich heute schon einen Fehler gemacht habe. Und das Taschenmesser, das hätte Panelon auch gefallen. So, das reicht. Aber es tut doch noch weh. Oh, Pimi. Ich werde der Wegericht drauf tun müssen. Zur selben Stunde, in der Pimi noch das Bonbon lutschte, das der Kaufmann ihr nachgeworfen hatte, und Nauka nach Wegerich suchte, fuhr Panelon mit Ringelblume in den Weg ein, auf dem die beiden Kinder vor den Arbeitern geflüchtet waren. Hier wollte er die Nacht erwarten. Hier wollte er übernachten. Bleiben wir. Hier empfindest du, was du brauchst. Naja, bist ein gutes Pferd. Naja, manchmal ein bisschen stur, aber daran bin ich ja gewöhnt. So. Ja, da gibt's schön Gras. Ja, 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 Ringblume. Ja. Brr. Was ist das, Ringelblume? Man läuft doch nicht weg. Komm, hier kannst du grasen. Komm, hier ist Gras. Schön. Was? Haben wir ja vergessen. Hä? Moment, Moment. Wo habt ihr denn eure Leute? Das Pflaster, jawohl, das Pflaster. Ich dachte, die Zigeuner wären weitergezogen. Und wohin wollt ihr jetzt? Dorthin. Dorthin. Was machst du denn? 578. Hierhin, dorthin. Ihr habt es gut, ihr Zigeunervolk. Ihr lasst den lieben Gott für euch arbeiten und macht euch einen schönen Tag. Was? Ja, ja, wir lassen den lieben Gott für uns sorgen. Ha? Manchmal vergisst er allerdings, uns satt zu machen. Ja. Auf Wiedersehen. Rat mal, was ich hier hab. Einen Vogel. Ach, Quatsch. Rate richtig. Mare, Mami. Du redst ja nicht richtig. Ja. Gefunden. Pimmi, wir haben doch ein Messer. Wie oft haben Savina und Mare, Mami schon zu uns gesagt, dass man nur etwas nehmen darf, wenn man sehr hungrig ist. Bring es zurück. Aber es hat doch zwei Klingen und eine kleine Schere. Wart, ich zeig es dir. So ein schönes Messer haben wir noch nie gehabt. Bring es zurück. Eine winzige Schere. Man braucht immer eine Schere und wir haben noch keine Schere. Bring es zurück. Aber es war doch ein Fremder. Der hat lauter Blödsinn geredet. Bring es zurück. Oh,
Aber Marsch! Ah, da seid ihr ja wieder. Noch etwas vergessen? Hm? Ja, ich möchte zwei von diesen Bonbons da haben. Aha, da konntet ihr wohl doch nicht widerstehen. Hm? Ja, Kinder und Süßigkeiten. Ja. Meine Schwester könnte den ganzen Tag Bonbons essen, aber wir kommen so selten welche. Ronauka, lass uns gehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hier, Kleine, fang auf. Von dem will ich nichts geschenkt. Danke. Komm jetzt. Timmy, komm. Beeil dich. Au! Komm, wir setzen jetzt dahin. Au! Das war aber nicht richtig von dir. Das weißt du ganz genau. Denk daran, was Panelun zu dir gesagt hat. Was hat er gesagt? Du weißt ganz genau, was ich meine. Es ist nicht schwer, Fehler zu machen. Aber es ist schwer, Fehler wieder gut zu machen. Meinst du das? Genau das meine ich. Aber... In Panelons Kopf war es wieder wirr und dunkel. Die Erinnerung an etwas, das bei den roten Felsen geschehen sein musste, war nah und doch weit weg. Es war hell und dunkel. Es war laut und stumm. Was war es? Was wollten ihm diese Stimmen sagen? Was war geschehen damals mit den Kindern? Mit seinen Kindern? Niemand sprach darüber. Und doch musste es ein Geheimnis sein, das viele kannten. Aber niemand wollte darüber sprechen. Am allerwenigsten er selbst. Kühl wie Seide, weiße Seide, weht ein Wind von Norden, schwarze Schatten, graue Steine, sagt, wo sind die bunten Wagen? Das Band! Wir haben Sarahs Band verloren. Eine wunderschöne Puppe habt ihr da. Wollt ihr nicht weiter singen? Sing doch, Nauka. Vielleicht gibt ihr uns Geld dafür. Was ist denn das da? Verband. Ja. Nauka hat ihn gemacht. Was für ein Grinzeug haben sie der Kleine da aufgeklebt? Breiten und spitzenwegerig. Ist die Wunde tief? Sehr, das tut grässlich weh. Und ich bin ein armes, kleines Zigeunermädchen. Und wir wissen nicht, wo unsere Eltern sind. Wir reisen ganz alleine durch die weite Welt. Wir sind arm und hungrig. Haben sie nicht vielleicht ein kleines... Warte, du armes, kleines Zigeunermädchen. Ich werde dir deine Wunde richtig verbinden. Er ist nett, er versteht was von Wunden. Pfui, Pimi. Du bettelst für deine Cousine Tutta. Es ist doch wahr. Wir sind doch alleine. Oder siehst du es etwa anders? Er kommt. Er hat was bei sich. Ich werde die Wunde versorgen. Ist bestimmt schon Straßenschmutz reingekommen. So blieben Nauka und Pimi die zweite Nacht allein. Ohne Maramami, ohne Mutter Savina und die anderen. Aber diesmal hatten sie keine Angst. Sie hofften, alle wiederzufinden. Auch Panelon, von dem sie nicht wussten, dass er in der Nähe war. Ob es etwas Schlimmes zu bedeuten hatte, dass Nauka Sarahs rotes Haarband verloren hat? Rote Seidenbänder,
schenken die Verlobten ihren Mädchen. Rote Seidenbänder flechten sich den Mädchen beim Tanzen zar. Nur ich habe das rote Band verloren. Aber was bedeutet gutes Nauka? Der Wind hat es fortgetragen. Es ist wie eine Botschaft für einen Freund. Und der Wind kennt den Mond. Der Mond ist unser Freund. Er wird uns beschützen. Wie kommt es nur, dass dir der Mond so vertraut ist? Es ist einfach so. Aber wo ist der Mond heute, Nauka? Hinter dem Wald, dort, wo die Wagen stehen. Mond, Mond, Mond. Ich wünsche mir einen Wagen. Ich wünsche mir ein Pferd dazu, damit ich fahren kann. Hast du große Schmerzen in deinem Fuß, Pimmi? Nein, überhaupt nicht. Ich wusste es. Er lässt uns nicht im Stich. Er ist unser Freund. Mond. Guter Mond.